Versuchen es trotzdem und zahlen sogar mehr, weil die libyschen Menschenhändler Panik verbreiten. Jetzt oder nie. In Kürze werden Italien und Libyen Patrouillen durchführen. Es wird immer schwieriger wegzukommen. Jetzt oder nie. Unser Führer ist selbst ein Flüchtling, der schon jahrelang hier lebt und gut mit der tunesischen Polizei und dem libyschen Militär zurechtkommt. Sie kennen ihn gut, weil er ein Schmuggler ist und es versteht, das Getriebe zu schmieren. Al-Mansur. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin 41, ich handle nicht mit Flüchtlingen. Ich bin Schmuggler. Im Moment arbeite ich nicht. Ich arbeite nicht mehr. Aber wenn ich kann, dann helfe ich ihnen. Es sind Tausende und Abertausende. Viele reisen ab, viele kommen nach, sie drängen nach Europa. Ihr könnt den Exodus nicht verhindern. Sie ändern einfach die Route. Thank God. Er heißt Al-Mansur, der Sieger. Er ist ein Schleuser, ein Einsammler von Verzweifelten, die nach Lampedusa wollen. Einer, der sich damit beschäftigt, Menschenhandel zu betreiben. Er findet Boote und Motoren, die er anderen Schleusern zur Verfügung stellt. Er fährt hin und her zwischen den Küsten des Mittelmeeres von Tunesien nach Lampedusa, nach Sizilien. Er hat schon hunderte von Menschen transportiert und er behauptet, dies alles zu tun, um den Verzweifelten zu helfen. Zum Teil stimmt das. Unter den Flüchtlingen ist manchmal eine junge Frau mit ihren Kindern, ohne dafür zu bezahlen. Al-Mansur, du weißt, dass ich ein Guter bin. Ich lasse die bezahlen, die das Geld dafür haben und die Spesen, das Boot und den Motor, das Benzin abzudecken. Die, die kein Geld haben, müssen nicht bezahlen. Allah wird mich reich entlohnen. Es sind Tausende, Millionen von Leuten, die aus Somalia, aus Nigeria, Marokko, Tunesien und anderen Ländern hier ankommen. Was sollen wir tun, um sie aufzuhalten? Sie sind verzweifelt, ausgehungert, verfolgt und sie wollen unbedingt nach Europa, auch auf die Gefahr hin, in der Wüste zu sterben, zu ertrinken, in den libyschen Gefängnissen umzukommen. Keine Regierung wird sie aufhalten können. Die Abwanderung nach Europa wird durch den härtesten politischen Kurs vielleicht einen kurzen Rückgang erfahren, aber am Ende wird wieder alles sein wie zuvor. Seht ihr nicht, dass sich schon etwas geändert hat? Viele Boote steuern nicht mehr auf Lampedusa, sondern lenken ihre Route in Richtung Ragusano. Und sollten dort die Kontrollen verstärkt werden, werden sie einen anderen Weg finden. Al-Mansur kennt die Menschen in dieser Welt der Verzweiflung. Du kannst nach links gehen, nach rechts oder in die Mitte. Von irgendwo werden sie immer kommen. Sie werden es immer schaffen. Vor einigen Jahren fuhren wir fast alle von Tunesien nach Malta. Dann haben Malteser das Thema gewechselt und die starken Motorboote, mit denen man in ein paar Stunden die ländlichen Küsten erreichen konnte, beschlagnahmt. Auch in Tunesien haben sie die Route verändert, obwohl man von Tunesien immer noch abfahren konnte. Jetzt sind es Tausende und Abertausende, die sich in Libyen zusammenfinden. Manche bleiben jahrelang hier, werden in Gefängnisse gesperrt, wo sie Gewalt und Folter erleiden. Dann arbeiten sie wie Sklaven für reiche libysche Städter. Die entscheiden, wie und wann sie mit den Schlauchbooten in Richtung Lampedusa fahren können. Überfahrt. März 2009. Der Strand. Also war er. Es ist 10 Uhr am Morgen. Hinter einer Sanddüne taucht ein 6 oder 7 Meter langes Schlauchboot auf und wird von den Augen der Badegäste ins Meer geworfen. Aus dem Nichts kommen plötzlich etwa 70 Menschen, Schwarze. Wir rennen über den Strand, mitten in die Badegäste. Manche spielen, andere bauen Sandburgen, einer bewegt von Mitgefühl grüßt uns, während wir um unser Leben rennen. Hier, die schon Hunderte abgereist sind.
Wir stürmen aufeinander zu, umarmen uns, rennen ins Wasser und klettern ins Boot. Wir sind Frauen, Kinder, Männer. Der Schleuser ist dabei, hilft einzusteigen. Es muss sehr schnell gehen. Das Boot wird ins Wasser gestoßen. Mit einem Schlag herrscht Stille. An Bord befinden sich auch ein Dutzend Plastikkanister gefüllt mit Benzin. Wenn es aus den Tanks austritt und sich mit Salzwasser vermischt, kann man schwere Brandwunden davontragen. Aber das ist nicht so wichtig. Wir fahren ab. Wir stechen in See. Entweder leben oder sterben. Jenseits des Meeres ist die Hoffnung. Ich umarme Selima. Ich küsse sie. Ich denke, die Liebe wird uns retten. Wir fahren nach Lampedusa, Insel der Hoffnung, Pforte des Lebens. Selima. Der Himmel ist das einzige Dach, das dich beschützt. Die Scheinwerfer der Ölplattformen sind die Sterne, denen wir auf der Überfahrt folgen. Ein Älterer hält die Augen fest in den Himmel gerichtet. Er empfiehlt, dem Weg der Vögel folgen, die von den afrikanischen Küsten emigrieren. Auch sie wollen Lampedusa erreichen. Schwärme von Bienenfressern, Trauerschnäppern und hellen Kanarienvögeln. Sie fliegen schnell und ruhig und verschwinden bald am Horizont, frei wie sie sind. Die Hoffnung aber verschwindet nicht. Wenn die Insel Ithaka wäre, würde auf dem Felsen an der Hafeneinfahrt stehen: allen Seeleuten, alle Seeleute sind Bürger von Ithaka. Aber die Insel ist in Italien und Ithaka ist Griechenland und die Odyssee ist nur eine Legende. Und die wahre Geschichte ist die, dass du hoffen musst, dass das Meer dich nicht verschlingt, während du nach einem besseren Ort in diesem Leben suchst. Thank God. Wir sind schon einige Meilen von der libyschen Küste entfernt. Das Wetter ist gut, das Meer hat die Stärke 2 bis 3. Man steuert entlang der Scheinwerfer der Ölplattformen. Es folgt eine Route, die von den Meereswellen und dem Wind entschieden wird. Ein junger Somali erblickt ein Motorschnellboot der italienischen Militärmarine. Haben wir es geschafft? Florence. Mein Name ist Florence, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Eritrea. Jetzt sind wir schon einen Tag auf hoher See. Direkt neben mir sind Chubudi und Haifu mit ihren beiden Kindern Lucky und Favor. Auch sie haben die Wüste durchquert, um nach Libyen zu kommen. Sie haben wie Sklaven gearbeitet, um an Geld für die Überfahrt zu kommen. Das Trinkwasser wird knapp und Das Trinkwasser wird knapp und die Kleinen trinken aus dem Meer. Lucky, 2 Jahre alt, beginnt sich zu übergeben. Chubudi umarmt ihn, versucht ihn zu beruhigen. Favor, 4 Jahre alt, liegt in den Armen von Hufu und sieht schwach aus wie ihr Bruder. Nein, nein, nein. Die Stimme von Chubudi vermischt sich, vermischt sich mit den Wellen. Ich drehe mich um und ich sehe das Kind. Es sinkt in den Schoß seines Vaters. Der Arm sinkt schwer. Lucky ist gestorben. Seine Mutter weint. Die Mitfahrenden beginnen sich aufzuregen. Sie wollen, dass die Leiche ins Meer geworfen wird. Ich versuche, sie zu beruhigen, aber ich schaffe es nicht. 3 Männer reißen das Kind aus dem Armen seiner Mutter und werfen es ins Meer. Keine Leichen an Bord. Es ist das Chaos, aber es dauert nicht lange. Und die Schreie lösen sich in unerträgliche Stille auf. Der Mann spricht nicht. Er ist unbeweglich, starrt. Favor wird immer schwächer in den Armen seiner Mutter. Die Frauen streicheln sie. Man braucht keine Worte und bei Sonnenaufgang ist auch das andere Kind tot. Nein, nein, nein. Favor ist gestorben. Seine Mutter bewegt sich nicht.
Sein Vater, er sieht alle an. Dann packt er eine Decke und wickelt das Mädchen ein. Diesmal entscheide ich, diesmal werfe ich sie. Selima weint, Florence weint. Ich fühle mich nutzlos. Ich sehe mich um. Wir sind viele. Zu viele sind hier, eng zusammen auf dem Boot, das bei jeder Welle kentern könnte. Es würde Tag werden und niemand wüsste, dass wir je existiert haben. Nein, so darf es nicht enden. Ich habe die Wüste durchquert, ich habe gehungert, gebettelt, hart gearbeitet. Ich war ein Sklave, wie in Libyen. Wird uns die Liebe retten? Nacht. Unerträgliche Stille. Endlich der Sonnenaufgang. Der Wind ist stärker geworden und das Meer ist schwarz. Eine Furie. Das Schlauchboot beginnt wie ein Ball in den Wellen zu springen. Heck und Bug wirbeln durcheinander. Ein Strudel reißt uns mit, metzelt uns nieder. Als würde uns am Horizont der Tod erwarten, nicht das Leben. Das Wasser wird uns verschlingen. Das Schlauchboot steht. Kein Benzin mehr. Panik. Ich bewege mich. Alle bewegen sich. Alle suchen eine Lösung, aber es gibt keine. Der Schleuser. Wo ist der Schleuser? Der Schleuser. Wo ist der Schleuser? Er hat das Steuer losgelassen. Er ist da vorne. Versteinert. Mach was. Beweg dich. Beweg dich. Rette uns. Funk. Im Hafenamt von Palermo geht der Notruf zweier Boote ein, die sich südlich von Lampedusa in maltesischem Hoheitsgebiet befinden. Italien übermittelt an Malta die Koordinaten der beiden Boote. Malta schreitet aber nicht ein, sondern beordert das türkische Handelsschiff Pina, den in Not geratenen Flüchtlingen zu helfen. Rettet uns, rettet uns! Nein, ich wende mich zum Himmel, betrachte ein letztes Mal das Meer. Ich sehe Gott. Er hat den Körper eines Frachtschiffs und die Menschlichkeit einer Mannschaft. Gott, es ist ein Schiff, die Pina. Gott, er ist gekommen, um uns zu retten. Sie lassen ein Rettungsboot herunter, man wirft uns Seile zu, das Meer entreißt sie uns, der Wind schleudert sie herum, wir krallen uns fest, die Wellen begraben uns unter sich. Es ist zu schwierig, wir werfen uns ins Wasser, Chaos herrscht, einer über dem anderen. Aber da ist das Tau, da, hier, ich hab's, es ist geschafft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir schaffen es alle hinaufzuklettern. Nein, nicht alle, ein Körper treibt im Wasser. Rettung. 16. April 2009. Wir waren auf dem Meer. Wir, die weniger bezahlt hatten, auf einem Schlauchboot, die mehr bezahlt hatten, auf dem Boot. Wir waren dabei zu sinken, alle erschöpft, total erledigt, als das Schiff gekommen ist und Kapitän Asik. Wir verdanken ihm unser Leben. Danke, Asik. Danke, Pina. Danke, Gott. Selima. Bis nach Lampedusa zu kommen, war sehr schwierig. Ich dachte, dass ich sterben würde, als unser Schlauchboot im Sturm durch die Wellen geworfen wurde. Dann hat uns Gott Kapitän Asik geschickt. Sein Gesicht ist immer noch geschwollen und sein Jochbein ziert ein großes Hämatom. Er wurde von der Wucht eines Seils getroffen. Sie hatte es ins Meer geworfen, um es zu retten. Kapitän. Mein Name ist Asik Tuygun. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Türke und Kapitän der Pina. Sie haben mich Gott getauft. Politische Interessen. Territoriale Kompetenz Malta, Italien, EU. Innenminister Bonici. Wir können die Immigration nicht akzeptieren. Sie befinden sich in Nähe der italienischen Küste. Das ist ein Problem von Frontex. Thank God. Im diplomatischen Disput zwischen Malta und Italien beschuldigte man sich gegenseitig, dem Handelsschiff Pina
mit seiner verzweifelten Fracht nicht helfen zu wollen. Italienischer Innenminister Maroni. Malta soll Verantwortung übernehmen. Sie wälzen den Rettungsangriff auf Italien ab, obwohl die Boote in ihren Hoheitsgewässern liegen. Captain Asik. Die Situation ist unerträglich. Sie sind müde und verzweifelt. Sie sind der Wüste entkommen, der Gewalt in Libyen. Sie wären beinahe gesunken. Wir haben sie gerettet, weil es uns die italienischen und maltesischen Behörden so aufgetragen hat. Jetzt lassen sie uns im Stich. Mein Herz schmerzt vor Kummer. Ich möchte gern mehr für sie tun, aber es ist mir nicht möglich. Sie befehlen uns, hier auf See zu liegen und zu bleiben. Ist das richtig so? Selima, sämtliche humanitäre Organisationen erbitten eine umgehende Landeerlaubnis für das Schiff. Unter den Flüchtlingen sind 35 Frauen, 2 von ihnen schwanger. Presse. In der x-ten Auseinandersetzung, zwischen Malta und Italien über Probleme territorialer Kompetenz weigern sich beide Länder, die Immigration in ihrem jeweiligen Hafen anlegen zu lassen. Italiener und Malteser haben diesmal versucht, das heiße Eisen an das türkische Handelsschiff Pina abzuladen, das sich in der Nähe der Flüchtlingsboote befand, als diese in Seenot geriet. Die UNO rettet die Migration aus dem isolierten Schiff. Kapitän, wollt ihr alle sterben lassen? Es ist unmöglich herauszufinden, ob sie sich an dem Seil festgehalten haben. Wir haben sie mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben sehen, immer wieder auf- und untertauchen in den hohen Wellen. Schließlich haben wir sie verloren. Wir haben um 360 Grad gedreht und ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie den Körper suchen sollen, darauf achten, wo die Strömung hin und her treibt. Als wir sie wieder sahen, habe ich ein Rettungsboot heruntergelassen, trotz der hohen Wellen und des starken Windes. Der erste Versuch, sie zu bergen, ist gescheitert. Die Leiche ist dem Matrosen aus den Händen gerutscht. Beim zweiten Mal gelang es, den Körper ins Rettungsboot zu hieven. In diesem Moment hat mir ein Matrose über Funk mitgeteilt, dass es eine Frau ist und dass sie tot ist. Mit ihr war ihr Bruder und 2 weitere Verwandte. Als wir sie an Deck brachten, haben sie gefragt, ob sie sie noch einmal sehen dürften. Bevor sie in den Plastiksack gewickelt wurde. Ich habe ja gesagt. Niemand kann mir sagen, ob sie bereits an Bord des Bootes gestorben ist oder erst im Wasser. Niemand konnte mir eine präzise Antwort geben. Es schien, als würden mir Roboter antworten. Die Leute waren müde, verängstigt und erschöpft von der Kälte. Es war ihnen kaum möglich, überhaupt zu sprechen. Es war eine Frau, jung, 18 Jahre alt, schwanger. Vielleicht hat sie sich an dem Seil festgehalten und ist abgerutscht. Vielleicht, wer weiß. Wir haben sie nur treiben sehen mit dem Gesicht nach unten. Sie ist in den Wellen auf- und untergetaucht. Ich habe in meinem Herzen großen Schmerz gefühlt darüber, dass wir alle bis auf eine retten konnten. Dieses arme Mädchen und schwanger. Okay, ich mache jetzt eine kurze Pause, wenn mir der Hals wehtut. Und danach starten wir mit Musik. Hallo Hans! Hans Wagner wird uns dann eine musikalische Einlage geben. Ein wundervoller Freund und wundervoller Musiker. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. 1, 2. Wir melden uns gleich zurück.